Kobra? Nee, Gorba. Gorba. Weißt du, das ist bei mir selten Gorbatschow. Der Fall. Ja. Selten ist das der Fall, dass sie einen Namen erwähnt zum ersten Mal und ich ihn noch nicht kenne und mir danach merke. Joni ist mein... Hast du gemerkt? Das war auch ein kranker erster Song. Obwohl, der hat auch nur wirklich kranke Songs. Ja, aber das war mein erster Song. Also Joni, den ich gehört habe. Und der ist mir im Gedächtnis geblieben, aber heftig. Schön, Joni war auch einer der ersten Künstler, der dieses Single-Game verstanden hat. Das, der war einer wirklich der Ersten, der nur Singles gedroppt hat. Gefühlt. Stimmt, ja. Okay? Nein, ich hab keine Ahnung. Ach, wie heißt denn? Ja, aber ich meine Promo, richtig Promo. Ich fand das richtig geil, Digga. Ja, ja. Nein, ich wollte ihn überreichen, du Tier. Egal, schon später. Egal. Also Leute, wir regeln auf Joni, Gorba. Hast du auch Aufnahme gedrückt? Gorba, ja, hab ich. Nicht so wie du. Vier. Let's go. Ohne Video oder was? Trag die Hosen von meinem Bruder, meine Schuhe dran und man zu groß. Boah. 10 Personen in einer Wohnung, doch wir wussten, uns geht es gut. So viel Druck, ich will nur noch raus, mir wird langsam alles zu viel. Meine Flucht in das Jugendhaus hielt mich ab davon, dass ich fiel. Guck, jetzt reden alle vom Ghetto, was für ein Ghetto, nur in ihrem Kopf. Sie mein Rebe oder No Netto, doch sie leben, haben meinen Job. Wow. Wow, ich war von der ersten Sekunde direkt dabei. Ist doch so, gell? Ja, oh, Thematik richtig gut. Krass. Ding, weißt du, das ist voll schnell eingestiegen, dieser Song. Ja. Auch voll schnell mit Real Talk. Ja, warum ist Arabisch auf dem... Al Jazeera. Du sollst gerade einen Fernseher darstellen? Ich weiß nicht. Stimmt. Aber weißt du, auch die Mimik dazu, der ist so... Der ist krass. Wow. Ja. Die Mimik dazu passt wie die Faust aufs Auge. Komm, machen wir weiter. Zeit läuft schneller. Umso älter wir werden, so läuft sie schneller. Ja. Jeden Tag hoffen wir haben Brot auf den Teller. Dieses Gefühl vergesse ich nie. El Gorba, wir riskieren ihr Leben nur für Europa. Dollar, wir haben, sie müssen fortzahlen. Wow. Manche kommen nie an diesen Ort an. Das war wirklich... Der zieht einen voll in seinen Bann. Ja. Aber wirklich. Du merkst an jeder Art, an jedem Blick von dem Typen, wie er seinen Finger bewegt. Das ist ein Artist. In jeder Hinsicht. Er kann Schauspieler, wie wir es gesagt haben, Ich glaube, das kommt ihm zugute. Ja? Ja. Er ist der kann seine Gefühle Künstler. Ausdrücken. Der kann ausdrücken. Einfach anders ausdrücken. Nicht... Also richtig, Sprache, ausdrücken. Körperhaltung, der kann es ausdrücken. Das siehst du sogar in seinen Augen, da kommen sogar Tränen. Ja. Einfach so. Der ist hart, Gella. Wir riskieren ihr Leben nur für Europa. Euro, Dollar, wir haben, sie wollen fort, ja. Manche kommen nie an diesen Ort an. Sie erzählen uns von einem Land, gleich da vorne hinter dem Meer. Für die meisten unerreichbar. Ein paar Kilometer entfernt und das Leben da ist so leicht. Die Chance für alle gleich. Vielleicht schaffe ich es bis dahin und dann wartet, was ich erreiche. Oh, oh mein Gott! Macht so Flüchtlingsthema ja. auf. So. Oh mein. Nein, das ist aber die Perspektive von ja, der. Ja, eben. Wie krass. Oha. Wie gut dargestellt. Man hat es direkt reinversetzt. Direkt. Mach weiter. Komm bitte. Dieser Blick macht mich ein bisschen. Ja, mich auch. Ich mach Mama auf ihren Sohn stolz, ich geb Papa, was der verdient. Dass ein Junge, den er so liebt, endlich einen Weg sieht. Meine Taschen sind gepackt, auf dem Boot ist noch ein Platz frei. Ich glaub nicht, ich komm eines Tages zurück, um dieses Glück mit meinen Leuten zu teilen. Oh, Zeit läuft schneller, umso älter wir werden, so wird sie schneller. Jeden Tag hoffen wir haben Brot auf den Teller. Dieses Gefühl vergesse ich nie. Der hat hier einen rausgehauen im Juni. Drei Gänsehaut hintereinander, dreimal, Digga. Vor allem, jetzt hat diese Anfangslines noch mehr Gewicht. Ich hab ein bisschen Drip. Augendrip? Ja. Heute sehr viel Drip in den Augen. Kannst du die Kopfhörer wieder, Hansi Bruder? Ja, zieh die Kopfhörer an, es geht weiter. Doch, es geht weiter. Ein bisschen verdauen, Alter, das war wirklich. Der ist heute emotional, der Bruder, lass ihn. Ich weiß auch nicht. Nein, weiter. Ja, bis heute. El Gorba, wir riskieren ihr Leben nur für Europa. Oro, Dollar, wir haben, sie müssen fort sein.
manche kommen nie an diesem Ort an. In Europa, sie riskieren ihr Leben nur für Europa. Euro, Dollar, Dirham, sie müssen fortan. Manche kommen nie an diesem Ort an. Digga, dieser Riff. Schreib mal bitte, was Gorba heißt auf Dings, Arabisch. Was heißt es auf Deutsch? Ja. Auf Arabisch. Gorba. Ist auf Deutsch. Ey, aber einfach wieder das Acted, man. Das ja. kommt so gut das rüber, ich so fühl das. Einfach. Der sagt Euro, aber macht dabei so eine Übergeben-Stimmung so und der zeigt das so original, man fühlt wirklich, wie er es meint. Ich schwör's dir. Mach weiter, ja? Ja. Die Szene hat bei mir noch Augenblick verursacht. Ohne dass er was gesagt hat. Das hab ich gerade genommen. Digga, das Thema habe ich selten so geil musikalisch behandelt gesehen wie jetzt. Ich habe das noch nie so behandelt gesehen. Also, ich. Richtig gut. Wow. Vor allem dieses Thema wird selten so aus dieser Perspektive angesprochen. So ein Gefühl. Ja. Es wird sehr oft davon gesprochen, wie es den Menschen da und da geht, berechtigt. Aber so aus dieser Perspektive habe ich noch nie so sowas erlebt. Und so gut. Und so gut, ja. Gutes Wort. Gutes Wort. Welches Wort? Leute, das ist so ein Song, den ich zehnmal auf mich wirken lassen. Leute, man muss so, wisst ihr, was trotzdem geil ist, gell? Mhm. Bei aller Kritik, bei aller Rechts, was wir haben, ob die Meinungen auch berechtigt sind oder nicht, oder die Sorge berechtigt ist oder nicht, trotzdem ist die Mehrzahl so, dass Deutschland trotzdem aufnimmt, so. Mhm. Also so aus Krisen. So, weißt du, was so richtig Dingskrise ist? Vor allem in der Flüchtlingswelle. Man muss schon Dings sagen, krass Respekt. Dass die Menschen so bereit sind dafür, weißt du? Dass die, guck mal, was ich mir in letzter Zeit vorgestellt habe. Ja, ich habe mich nochmal zurückerinnert. Digga, 2000, wie viel war das? 2015? 15. Einfach Familien, Digga. Häuser gehen raus, also die Menschen, die Familien gehen raus aus ihren Häusern, protestieren für Refugees Welcome, nehmen Menschen in ihrer Familie auf zeitweise. Diese Bereitschaft, Digga. Mhm. Diese Bereitschaft, überleg mal. Schon krass, ja. Das ist echt krass. Na, aber, was muss man... Ich war so stolz in diesem Moment. Weißt du, jeder hat seinen Beitrag dazu gegeben, der wollte. Aber diese Bereitschaft dazu, ich fand das so krass. Das freut mich auch, dass du das gerade sagst, weil, na klar, es ist wichtig, dass man die Anti-Seite sehr präsent macht, aber man spricht nie sehr positiv von der Positiven. Ich wollte deswegen gerade gar nicht diese Anti-Seite erwähnen, ja, aber ja, hast du gut geschrieben. Weil das, wenn die Anti-Seite so groß ist, hält man so die positive Seite so für selbstverständlich. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht. Vor allem in unserer heutigen Zeit, Digga. Du lebst hier in einer Blase, da draußen wirklich läuft die Welt ganz anders ab. Genauso wie er es beschrieben hat, von der Perspektive. Und dass Menschen diese Perspektive von dieser Blase trotzdem verstehen und bereit sind, die aufzunehmen, und sich in die Lage hineinversetzen, mein Respekt, wirklich Respekt. Und ich hoffe auch, jetzt um trotzdem nochmal die Anti-Seite aufzunehmen, ich hoffe so sehr, dass die irgendwie mit dieser Perspektive mitfühlen können. Ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich so eine Perspektive höre, ich kann nicht anders, als einfach Mitleid zu haben. Einfach, weil die nichts dafür können. Wirklich nicht. Deswegen kann ich die Anti-Leute echt nicht nachvollziehen.
Es ist schwierig. Ja, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Weil es gibt nicht nur die Perspektive. Ja, ich weiß. Die Welt besteht leider nicht nur aus Schwarz-Weiß. Ja, das stimmt. Es gibt auch schwarze Schafe, es gibt auch Wirtschaftsflüchtlinge. Es gibt, was heißt Wirtschaftsflüchtlinge? Klar, aber es gibt welche, die einfach nur just for fun. Okay, nicht just viele, for fun nicht viele, bestimmt nicht, vielleicht eine Handvoll. Aber die versauen das Bild und natürlich sind dann Stimmen laut, die andere manipulieren und die können wiederum nichts, weil die dem glauben. Das ist so ein komplexes Scheißsystem. Du kannst eigentlich wirklich niemand so hardcore die Schuld geben, weil es einfach alles komplex ist. Das ist schwer, das ist schwer. Aber trotzdem, in dieser Komplexität ist es dennoch so, dass es viele hier reingeschafft haben. Klar, das, was in Griechenland gerade abgeht, in den Inseln, das ist hart, ja? Oder Verbindung. Das ist hart. Aber und trotzdem ist da Deutschland und Europa in der Verantwortung. Sorry, Leute, lange Politikthema. Trotzdem ist Deutschland und Europa in der Verantwortung und die haben Scheiße gebaut da. Aber die Menschen an sich sind da ja damit nicht konfrontiert. Aber sobald es wieder präsent wurde, haben die wieder ihre Stimme erhoben. So. Die Bürger in dem Land. Wo? Deutschland, Digga. Wo? So klar, das wird nicht jeden Tag gezeigt, so die Flüchtlingslager und hier und da. So natürlich nicht alle, aber sehr viele. Ja, sehr viele. Deswegen, was willst du, ach, das ist ein langes Thema, man kann stundenlang darüber reden und so random irgendwelche, wirklich, ich leide gerade selber, wenn ich irgendwelche Infos aus der Ecke, aus dem Loch so raushaue und weiß, man kann es falsch verstehen, weil man 10 Sachen noch daneben dran sagen muss, aber das Thema geht viel zu lang für dieses Format. Leute, wir bedanken uns für diesen Track in erster Linie. Joni, Alter. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, das hat bei jedem einen Denkansatz ausgelöst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unten in der Videobeschreibung checkt den Link zu Telegram, Instagram ab. Gebt uns ein Follow. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Bye, bye. Der bringt die K-Pop-Vibes in letzter Zeit ziemlich oft. Mhm.